Die Nazis haben angegriffen. Wir müssen uns verteidigen. So wie unsere Großväter unser Heimatland verteidigt haben. Das waren immer schon unsere Feinde. Bis wir sie alle fertig gemacht haben, dürfen wir nicht aufgeben. Bis wir mit allen Nazis fertig sind. Vielleicht auch die Schweiz. Wo haben die ihr Hauptquartier? Das kommt heraus, wenn man in Russland eine Straßenumfrage macht. Offizielle Umfragen deuten darauf hin, dass in Russland etwa 70% der Menschen den Krieg befürworten. In der Schweiz hingegen wollen Umfragen gemäß 70% der Menschen Wladimir Putin vor ein Kriegsverbrechertribunal stellen. Was ist los mit den Russen? It was the West that started the war and Russia is using force to stop it. Für dieses Video haben wir 46 Reden analysiert. Die erste hat Josef Stalin, der damalige Diktator der Sowjetunion, 1927 gehalten. Vom aktuellen Präsidenten Wladimir Putin haben wir uns die jährlichen Reden an die Nation angesehen. Anhand dieser Reden, aber auch Reden von Gorbatschow und Brezhnev, Recherchen und Expertengesprächen, haben wir drei Narrative gefunden, die sich seit bald 100 Jahren durch die Propaganda des Kremls ziehen. Nicht nur in Reden, sondern auch auf Plakaten, im Staatsfernsehen oder heutzutage in Telegram-Gruppen tauchen diese drei Erzählungen immer wieder auf und werden jetzt zur Rechtfertigung des Kriegs in der Ukraine verwendet. Das erste Narrativ sagt, Russland ist das Bollwerk gegen die Nazis. Schon vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sieht sich die Sowjetunion als Retterin im Kampf gegen den Faschismus. 1936 sagt der damalige sowjetische Diktator Josef Stalin: Die neue Verfassung der UdSSR wird eine moralische Hilfe und eine echte Unterstützung für all diejenigen sein, die jetzt den Kampf gegen die faschistische Barbarei führen. Der Zweite Weltkrieg wird in Russland als großer vaterländischer Krieg bezeichnet. Er beginnt in der russischen Wahrnehmung erst 1941 und endet 1945 auch nur dank der Sowjetunion. Den Sieg gegen die Nazis feiert Russland jährlich bis heute am 9. Mai mit viel Pracht und Herrlichkeit. Alles, was vor 1941 passiert ist, wird in der russischen Heldenerzählung völlig weggelassen. Also der Pakt der Sowjetunion mit Hitler, der gemeinsame Überfall auf Polen, dass die Sowjetunion die Nazis wirtschaftlich unterstützt hat, dass es erst amerikanische Waffenlieferungen der Roten Armee möglich gemacht haben, funktionsfähig zu bleiben. Und nicht zuletzt die Tatsache, dass in der Roten Armee nicht nur Russen, sondern auch 7 Millionen ukrainische Soldaten waren. 1944 werden zumindest die USA noch als alliierte Macht positiv dargestellt. Hier zum Beispiel mit der Prophezeiung, so wird es dem faschistischen Biest ergehen. Kriegspropaganda ist normal. Aber anders als in den USA geht die Kriegspropaganda nach 1945 in Russland weiter. Laut sowjetischer Propaganda sind die Nazis plötzlich überall. Hier ein Plakat von 1950, das mit seinen Hakenkreuzen impliziert, die westliche, sogenannte freie Presse lügt nicht nur, sie ist auch nationalsozialistisch geprägt. Russland hat in seinem Selbstverständnis die entscheidende Rolle im Kampf gegen den Nationalsozialismus gespielt und sieht sich weiterhin in dieser Rolle. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Russland sieht es als seine historische Aufgabe, die Welt immer wieder vor den Nazis retten zu müssen. So rechtfertigt es auch den Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Aber wo sind sie eigentlich, die ganzen Nazis in der Ukraine? Der Kreml-Propagandist Wladimir Solovyov hat darauf eine Antwort. Наверное, как большинство находящихся здесь, как евреев, так и нет, вот просто на генетическом уровне чувствую, когда возрождается нацизм. Ну, что вы хотите, у нас у всех с вами генетическая память. Ein echter Russe braucht für so etwas also gar keine Beweise. Der spürt ein Wiederaufkommen des Nationalsozialismus quasi im Blut. Um die Erzählung zu verstärken, verbreitet der Kreml Fotos, News-Schnipsel und Videos ohne oder im falschen Kontext. Das zeigt sich auch beim zweiten Narrativ. Russland ist das letzte zivilisierte Land der christlich-abendländischen Welt. Der Westen ist verkommen. Die Franzosen trinken und prügeln sich im Parlament. Westliche Fernsehserien sind quasi eine Verfilmung des Geschehens in Sodom und Gomorra. Он растерян и грустен, потому что ушла его жена, ушла к женщине. Обнаружив спустя несколько лет брака, что она лесбиянка. Normale Frauen und Männer gibt es im Westen nicht mehr. Вот и мой муж. Знакомьтесь. Und jeder vernünftig denkende Amerikaner träumt davon, nach Russland zu flüchten. Bereits 1920 zeigt sowjetische Propaganda, wie Lenin die Welt vom Abschaum befreit. Das waren in der damaligen Ideologie die Adeligen, der Klerus und die westlichen Kapitalisten. Während des Kalten Krieges war in Russland klar, der Westen ist gehirngewaschen, die vermeintlich freien Wahlen sind gekauft, Menschenrechtsverletzungen allgegenwärtig. Der letzte Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, ist den Erzählungen Stalins dann etwas kritischer begegnet. Aber Putin hat das Narrativ des bösen Westens spätestens seit seiner Wiederwahl 2012 wieder sehr stark aufgenommen.
Heute denken viele Nationen ihre moralischen Werte und ethischen Normen neu. Diese Zerstörung traditioneller Werte von oben hat nicht nur negative Folgen für die Gesellschaft, sondern ist im Grunde genommen auch antidemokratisch. In den letzten 10 Jahren hat Putin in fast jeder Rede an die Nation über den Westen gewettert und umgekehrt Russland als letzte Bastion der christlich-abendländischen Zivilisation dargestellt. Die Propaganda aus Zeiten des Kalten Krieges zieht sich also bis heute durch und erreicht unter dem Putin-Regime ihren Höhepunkt. За наше право, чтобы наши дети были такими, как мы, а не такими, как они. Denn eines müssen Russen schon verstehen. Russland hat die Ukraine gar nicht überfallen. Russland rettet die Ukraine bloß vor Regenbogenparaden. Это гей-парад. Вот эти требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность к тому самому могущественному миру. Kommen wir zum dritten Narrativ. Der Westen hat es auf Russland abgesehen. Das Narrativ findet sich bereits 1929 bei Stalin, der nach wirtschaftlichen Annäherungsversuchen des Westens Folgendes gesagt hat. Das ist alles Unsinn, Genossen. Es wäre absurd, sich vorzustellen, dass die Kapitalisten im Westen plötzlich Mitleid mit uns haben. Leonid Brezhnev, langjähriger Generalsekretär der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion und später Staatsoberhaupt, führt die Erzählung weiter. Auch bei ihm ist der böse Westen und allen voran die USA der Sündenbock. Das aggressive Vorgehen der US-Imperialisten hat uns in den letzten Jahren dazu gezwungen, erhebliche zusätzliche Mittel in die Stärkung der Verteidigungskraft des Landes zu stecken. Die Konfrontation mit dem Westen scheint unvermeidbar. Nicht etwa, weil Russland das will, nein, Russland ist ein zutiefst friedlicher Staat. Aber der Westen, das sind eben nun mal lauter Kriegstreiber. Allen voran die NATO, die hier auf diesem sowjetischen Plakat von 1980 als aggressive, aufgeblasene Kriegsmaschinerie gezeichnet wird. Und die USA, die groß von Frieden sprechen, aber fleißig Militärstützpunkte aufbauen. Aber überhaupt, der Westen, der ist für Krieg, Kapitalismus und natürlich darf das Hakenkreuz auch hier nicht fehlen, womit wir wieder beim ersten Narrativ wären. Nazis, Nazis überall. Putin beschuldigt den Westen inzwischen direkt. Da muss man nichts mehr zwischen den Zeilen lesen. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Dasselbe im russischen Staatsfernsehen. Мы что, не можем наконец нанести удар по Лондону? Der Westen mit seinen Waffenlieferungen hat es auf Russland abgesehen. Und Russland muss das Problem ein für alle Mal lösen. Так убей фашиста, чтобы он, а не ты на земле, лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина. Пусть горит его дом, не твой. И пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Das Gedicht, das die Propagandistin Margarita Simonyan hier vorträgt, will sagen, es muss entweder Russland draufgehen oder der Westen. Und daher hat Russland keine Wahl. Russland bekämpft nicht etwa die Ukraine, sondern den kollektiven Westen. Eine Formulierung, die im russischen Staatsfernsehen allgegenwärtig ist. Sehen wir uns mal die Fakten an. Der Westen hat es nicht auf Russland abgesehen. Ja, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und hat Mitglieder, die geografisch nahe an Russland sind. Und ja, sie wurde ursprünglich gegründet, um eine mögliche sowjetische Aggression abzuwehren. Aber die NATO stellt militärisch keine Bedrohung für Russland dar. Bevor der Kreml in die Ukraine einmarschiert ist, hatte die NATO nicht einmal Truppen an der Ostgrenze gehabt. Da hat Russland deutlich mehr Truppen an seinen Grenzen. Russland hatte außerdem seit 2002 im Zuge des NATO-Russland-Rats die Möglichkeit, sich verstärkt einzubringen. Kurzzeitig stand sogar ein Beitritt im Raum. Diesen Dialog hat Russland selbst aufgekündigt, eine Woche vor dem Überfall der Ukraine. Ob der Westen verkommen ist, ist eine Meinungsfrage. Auf der einen Seite stehen Regenbogenparaden, auf der anderen Seite vergiftete Oppositionspolitiker. Da kann sich jeder selbst ein Bild machen. Und was ist mit den berühmten ukrainischen Nazis? Nur 2% der Bevölkerung in der Ukraine wählen Politiker am rechten Rand. Dieser Logik nach müsste Russland noch in so manch anderes europäisches Land einfallen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist Jude. Einige seiner Vorfahren wurden im Holocaust ermordet. Die 3 Narrative finden sich in einem großen Teil der 46 Reden, die wir für dieses Video angesehen haben. Natürlich ist es nur ein Bruchteil aller Reden, die seit 1927 von sowjetischen und russischen Staatsoberhäuptern gehalten wurden. Die Stichprobe zeigt aber, wie stark die russische Bevölkerung beeinflusst wurde und immer noch wird. Natürlich glaubt nicht jeder Russe den Erzählungen des Kremls. Und natürlich gibt es auch in Russland genügend Menschen, die den Krieg in der Ukraine verurteilen. Aber es ist trotzdem mindestens jeder 2. in Russland, der wegen der jahrzehntelangen Propaganda eben wirklich glaubt. Russland ist das Bollwerk gegen die Nazis, Russland ist das letzte zivilisierte Land und der Westen hat es auf Russland abgesehen. Mein Name ist Damita Pressel. Und ich bin Isabel Pfister und zusammen haben wir dieses Video recherchiert und umgesetzt. Falls du Interesse an weiteren geopolitischen oder militärischen Hintergründen zum Ukraine-Krieg hast, wir haben noch ganz viele Videos für dich. Und abonniere unseren Kanal.